Ja, herzlich willkommen bei Motorcycle. Wir haben heute das TomTom Rider 410 für euch da, der Nachfolger vom TomTom Rider 400. Und auch da wollen wir einfach mal schauen, was sich so im Karton verbirgt beim Unboxing. Viel Spaß! Ja, wie man hier sieht, haben wir hier noch ein völlig verschweißtes Gerät oder beziehungsweise einen verschweißten Karton. Und den werde ich jetzt einfach mal öffnen, um zu schauen, was sich so im Karton verbirgt. So. Oben drauf natürlich direkt das Gerät. Aber das machen wir gleich. Wir schauen uns erstmal an, was TomTom so an Zubehör mitliefert. Und oben gucken wir uns natürlich direkt schon die Bedienungsanleitung an und sonstiges Zubehör. Dann geht's weiter. Und tada, noch eine Box. Noch mal zur Seite. Da sollte jetzt eigentlich das ganze Montagezubehör drin sein. Leer. Auch mal zur Seite. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier ein Aktivkabel, was mit offenen Enden geliefert wird. Zum Anschluss an die Batterie oder ans Licht, damit das TomTom während der Fahrt mit Strom versorgt wird. Dann haben wir ein USB-Kabel. Ja, auch nichts Besonderes. Allerdings kommen wir jetzt zur Halterung. Das hier ist die eigentliche Halterung zum TomTom. Ist die gleiche Halterung wie auch schon von dem Vorgänger, das Rider 400 oder auch 40. Und ja, um diese jetzt ans Motorrad zu befestigen, muss hinten entweder eine Fixhalterung montiert werden oder die mitgelieferte Remount-Halterung. Und wie diese jetzt aussieht, zeige ich auch mal. Die mitgelieferte Remount-Halterung ist nur für Rohrlenker gedacht. Das heißt, hier ist eine Klemme mit dabei, die wir um den Lenker drüber stülpen können und von hinten verschrauben können. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich im nächsten Video, und zwar anhand der Montage. Ja, ansonsten war es das an Zubehör, Halterung, Remount-Geschichte für den Rohrlenker, USB-Kabel sowie ein Stromkabel für den aktiven Strom während der Fahrt und natürlich das TomTom selber. Beim TomTom selbst hat sich eigentlich augenscheinlich nichts geändert. Ich ziehe mal die Folie hier ab. Das ist genau die gleiche Hardware wie auch schon beim TomTom Rider 40 oder beziehungsweise dem TomTom Rider 400. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, was drinnen ist, beziehungsweise die Software hat sich ein bisschen geändert und natürlich das Kartenmaterial hat sich geändert. Schönes Gerät, ich schalte es einfach mal an. Siehe da, TomTom ist da. Ja, um natürlich jetzt direkt loszulegen, müssen wir hier erstmal etliche Daten eingeben und das zeige ich dann im nächsten Video, indem ich auf die Funktion des TomTom Rider 410 eingehe. Ja, das war's auch schon vom Unboxing des TomTom Rider 410. Über die Features und sonstige Einstellungen rede ich im nächsten Video. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin, ciao.